Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Um was soll es anderes gehen als um den Phantom 4 Pro. Und zwar viele haben bemängelt, dass schon nach kurzer Entfernung es zu einem Verbindungsabbruch kommt. Und ich will euch jetzt zeigen, was ihr dagegen tun könnt und was dafür die Ursache ist. Und zwar, ich hole mir den Sender hier ein Stück ran. Und wie ihr jetzt seht, ist hier oben der Empfangsbalken für die Lightbridge. Und hier steht jetzt gerade 2,4 GHz. Ganz interessant war aber allerdings, wenn man aufs Einstellungsmenü geht, auf die Fernsteuerung, nein, Moment, auf das HD-Symbol, dass im Gegensatz zu meinem Samsung Galaxy S6, mit dem war ich irgendwie immer im 2,4 GHz Modus. Und seitdem ich das den Phantom 4 aber mit dem iPad benutze, switcht, warum auch immer, der Phantom 4 regelmäßig in den 5,8 GHz Modus. Und es ist natürlich klar, dass der Empfang bei dem 5,8 GHz Modus weitaus schwächer ist als im 2,4 GHz Bereich. Das heißt, wenn ihr schon nach kurzer Distanz Verbindungsabbrüche habt und Bildaussetzer oder das Bild einfriert, dann geht einfach mal hier auf die Einstellungen, auf HD, und wählt dann hier unten bei den 5,8 GHz, geht da drauf und wählt die 2,4 GHz und macht das Ganze wieder zu. So, und jetzt seht ihr hier oben, ihr seid im 2,4 GHz Modus und jetzt sollte das Ganze weitaus besser klappen. Hat bei mir auch so funktioniert. Warum das iPad des Öfteren in den 5,8 GHz Modus wechselt, weiß ich allerdings noch nicht. Mir ist es nur dadurch aufgefallen, seitdem ich jetzt mit dem iPad fliege, dass ich schon am Anfang ständig Bildersetzer hatte und dann durch Zufall gemerkt habe, dass hier oben 5,8 GHz steht, bin ich darauf gestoßen, auf dieses Problem. In diesem Sinne, probiert es aus bei euch. Ich denke, es passt bei vielen und ihr werdet so weitaus weitere Strecken fliegen können. Das soll es gewesen sein. Euch hat mein Video gefallen. Lasst einen Like da, abonniert mich und bis demnächst. Macht's gut.